Was war eigentlich ausschlaggebend, dass Musik Ihre super große Leidenschaft geworden ist? Gab es da so einen Superkick? Ja, ganz früh schon gemerkt, so Elvis und Bill Haley und so, Rockabilly, Club, weißt du, so diese Tutti Frutti und so, diese Zeiten, ne? Aber auch Jazz, ne? Jazz kam dann auch so 1850 oder so, hörte ich das in einem klitzekleinen Radio, ne? Und habe mich gleich angeturnt und so, Harry Belafonte dann, irgendwie Steel Drums, Jamaica und so, ne? Nur noch am Trommeln und dann war es eigentlich ziemlich schnell klare Sache. Das ist mein Ding, die Musik ist. Ne? Ja. Ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber gibt es einen super, mega Zeitpunkt, Moment in Ihrer Karriere, der so super affengeil war wie nichts anderes bevor? Ja. Natürlich viele, aber ganz besonders war schon die letzten Jahre diese Stadion-Kicks. Ne? Die Flugente dadurch, hat durch die Stadion geflogen und so, da wusste ich vorher auch nicht, geht das gut, stürzt man da ab. Halten diese kleinen Drähte da und so, ne, einmal so längs durch so ein Stadion durch und dann sie echt ein Flash, weißt du, ne, und dann zu sehen 50.000 Leute, die einen begrüßen, diese Liebe, diese Power und so, ne, das gehört zu den absoluten Highlights in meinem Leben, ja. Ja. Man wird nicht jünger, das ist sogar bei mir der Fall. Leben Sie irgendwie von der Gesundheit her anders wie vor 10, 20 Jahren oder hat man sich so eingenordet und das läuft? Nee, schon anders als vor 20 Jahren. Ja, ich mache jetzt eine Menge Sport, was ich auch brauche für die Bühne, für die langen Bühnen. So, da muss ich rennen, die Laufkatze, ne? Ordentlich rennen und jede Nacht Sport und so. Und gezielte Drogeneinnahme, ne? Ansonsten, ich habe kein Problem im Alter. Das Alter hat eher ein Problem mit mir. Ja. Was würden Sie den jungen Künstlern raten, wie die möglichst eine lange Karriere schaffen? Der wichtigste Tipp von Udo für die jungen Leute. Kann ich denen auch nicht sagen. Das ist irgendwie auch sehr konsequent und sich selber treu bleiben und so, ne, ja. Durchaus variabel, aber viel experimentieren natürlich auch, sein Ding dann gefunden hat und sein Ding dann auch alles noch durchziehen. Sehr charmant, aber konsequent. Wie lange stehen Sie noch auf der Bühne? Ich habe mein Fans versprochen, noch 30 Jahre. Wir haben den Club der 100-Jährigen gegründet und ich kann die Fans auch nicht hängen lassen, wir machen das noch 30. Wer ist denn in den 100 Jahren drin? Wer ist in dem Club? Ja, die ganze Panikband natürlich auch, Steffi Stefan und Bertram, alle drin. Alle voll Members und ja. Vielen Dank, Udo. Achso, okay, gut.